Es überrascht nicht, dass nur sehr wenige Menschen, die heute diesen Planeten bevölkern, der Aussicht, Besitz anzuhäufen, gleichgültig gegenüberstehen. Unabhängig davon, ob wir arm oder reich sind, die meisten von uns wurden dazu erzogen, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie Besitz zu erwerben sei und dafür Sorge zu tragen, dass er uns nicht genommen wird. Obwohl wir in einer Welt leben, die an Konsumgütern erstickt, sind die Einkaufszentren überfüllt mit Menschen, die hoffen, mit immer neuen Dingen ihre innere Leere füllen zu können und so ihr Leben zu bereichern. Ungeachtet dessen, dass es eine soziale Unterschicht gibt, die darum kämpft, ein Mindestmaß an Würde und Respekt aufrechtzuerhalten und die schnell in echte Not gerät, ist das Selbstbild der meisten westlichen Gesellschaften das einer Kultur des Überflusses und des aufsehenerregenden Luxus. Zynisch betrachtet könnten wir uns durchaus vorstellen, dass die Welt weder mit einem großen Knall noch mit Wimmern endet, sondern mit dem Geräusch von Ladenkassen, die den Erfolg des Ende-der-Welt-Schlussverkaufes feiern. Nun könnten wir sagen, liebe Schwestern und Brüder, naja, das ist die Betrachtung eines Mönchs. Das ist ein Trappist, der so schreibt. Und wir können uns aus der Affäre stehlen, wie so oft, wenn uns nicht das Wort Jesu im Nacken säße. Und dann denken wir vielleicht, naja, es gibt schon auch aus dem Evangelium heraus ein gewisses Maß an Einschränkungen, das wir uns auferlegen. So ganz super luxuriös leben wir ja auch nicht. Der heilige Bernhard kennt sie. Er sagt, das sind die, die zwar arm sein wollen, doch unter der Voraussetzung, dass ihnen nichts fehlt. Und die Armut mit der Einschränkung lieben, dass sie keinen Mangel leiden. Wir würden sagen, wenn wir das Wort Jesu kreativ anwenden, tun das nicht auch die Zöllner? Leben nicht auch so die Heiden? Es gibt, glaube ich, kaum einen Punkt, der uns eigentlich so schmerzhaft berühren müsste wie dieser. Denn für alle Punkte der Bergpredigt, die werden immer sehr, sehr prominent auf das Silbertablett gehoben, auch einer kirchlichen Verkündigung. Hierzu hört man selten etwas. Etwa wenn Sie in einer kirchlichen Behörde arbeiten, das muss dann der neueste Computer sein, das neueste Tablet. Das ist alles ganz schick. Alles sehr glänzend, sehr dünn, sehr elegant, sehr teuer vor allen Dingen. Da ist nichts teuer genug. Ist das nicht auch ein Götze, um den wir uns drehen? Bis in unseren persönlichen Bereich hinein. Wer erzählt uns, dass wir immer und überall erreichbar sein müssen? Dass wir immer und überall informiert sein müssen mit dem letzten Quatsch, den man noch lesen kann, der uns vielleicht ohnehin nur aufregt, der überhaupt nichts beiträgt zur Menschlichkeit des Lebens, zur Sinnhaftigkeit des Lebens. Es gibt aufrechte Menschen, auch in unserer Welt, die lesen keine Zeitung. Ich will das gar nicht propagieren, weil auch das in gewisser Weise dann irgendwie schick sein kann. Aber sie sagen, sie wollen auch nicht mehr belogen werden. Und das, was wichtig ist, erfahren sie dann schon irgendwann. Das mag eine Ausnahme sein. Es gehört schon auch zu unserem politischen Gemeinwesen, dass wir uns interessieren und auch in gewisser Weise engagieren. Aber dieses Maß, das wir heute weit verloren haben, in eine Maßlosigkeit überschritten haben, und das ist ja noch kein Ende abzusehen, das ist verrückt. Wir bauen gerade in diesem Bereich, was die Armut angeht, wir missachten in kaum einem anderen Bereich so sehr das Wort Jesu. Oder wir könnten es auch umdrehen und sagen, wir bewahrheiten das Wort Jesu. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das ist unser Blickwinkel. Nicht umsonst steht das Wort vom Auge direkt im Zusammenhang hiermit. Durch welchen Blickwinkel nehme ich die Welt wahr? Bleiben wir einmal bei uns als Kirche. Wie betrachten wir die Welt?
Wir lesen dann von Verpflichtungen, die die Kirche hat, auch mit vielen Angestellten. Ja, das ist ein Blickwinkel, durch den wir die Welt betrachten. Wir müssen dann eben die Aktienmärkte verfolgen, die Zinsentwicklungen beobachten. Das ist ein Blickwinkel, durch den man die Schöpfung Gottes beachtet. Oder, mit Jesu Wort gesagt, missachtet. Wenn dein Auge finster ist, wird der ganze Leib finster sein. Wir können nicht genug tun, dieses Wort Jesu ernst zu nehmen. Und ernst nehmen heißt als erstes vielleicht große Beschämung darüber.